Hallo und herzlich willkommen zu Edna bricht aus. Schon wieder. Wenn ihr euch fragt, warum schon wieder, da. Ihr habt schon Spielstand. Ne? Toll. Ja, warum habe ich schon einen Spielstand? Weil ich das Ganze irgendwie schon 2,5 Stunden aufgenommen habe. Aber nicht wie jetzt hier im Fenstermodus, sondern im Vollbildmodus. So, da das Spiel aber, das ist übrigens einer der ersten Titel von Dedelic. Oder glaube ich sogar der erste Standalone-Titel von Dedelic. Edna bricht aus, ein wundergeiles Point-and-Click-Adventure. Wir haben damals auch schon Deponia 2 angefangen und irgendwie nie zu Ende gemacht. Auf jeden Fall das Problem mit Edna war, ich habe es im Vollbild angefangen. Und hab natürlich, weil es nachts um 2 Uhr war, keine Probeaufnahme gemacht. Also hab geguckt, ob das Aufnahmeprogramm läuft und alles. Und hab aber einfach Vollbild aufgenommen und in Vollbild gespielt. Da das Spiel aber etwas älter ist, setzt er das Bild eigentlich nur in klein in die Ecke und zoomt den Bildschirm auf Vollbild. Und macht nicht das Fenster auf Vollbild. Und damit hatte ich nur so die Ecke, Bildschirm und den Rest total geflacker und man konnte nichts erkennen und 2,5 Stunden Aufnahme im Arsch. Entschuldigung, ich bin noch ein bisschen erkältet. Deswegen dürfen wir mit neuem Spiel anfangen. Was soll's? Naja, darf ich den Quatsch halt nochmal spielen? Ich kenne das Ganze ja jetzt schon. Wenigstens brauche ich mich jetzt nicht mehr in die Steuerung reinfinden. Edna bricht aus habe ich übrigens damals, glaube ich, als komplettes Let's Play geguckt. Ich glaube sogar von Gronkh. Selbst gespielt, aber nie. Und dann habe ich noch als zweiten Teil der Collector's Edition Harveys neue Augen. Das habe ich weder gesehen noch gespielt. Das wollte ich unbedingt nochmal nachholen und wollte aber passend mit Edna anfangen und nicht gleich Harvey machen. Und deswegen, ja. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht aus dem Bild klicke. Weil ich habe jetzt quasi nur so ein Fenster hier auf dem Bildschirm. Ich fand das auch Vollbild zwar etwas schöner, aber man macht nichts dagegen. Ja genau, wie gesagt, da das die Sonderedition ist, ist das mit Audiokommentaren. Ja. Interessant. Und das sind wir. Was ist los? Ach, nichts. Du-bidu-bidu-bidu-bidu. Pah! Der Ton von dem Spiel ist krass. Dö-dum. Und das sind wir. Edna mit Harvey und Audiokommentaren. Huhu und herzlich willkommen zu den Audiokommentaren von Edna bricht aus. Mein Name ist Jamila Michaelis. Ihr dürft mich auch ruhig Poki nennen. So stehe ich zumindest auch in den Credits. Ja, wir starten das Spiel. Und zwar in dieser Gummizelle, in der ihr euch gerade befindet. Ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß, denn ihr werdet euch für die nächsten 30, 40 Minuten hier in dieser Zelle aufhalten. Das ist eine Game Design Entscheidung gewesen, die gleich zu Beginn des Spiels schon ziemlich fragwürdig zumindest war. Ich glaube, mein aktueller Head of Game Design, der Bade, mit dem ich sehr stark zusammenarbeite für aktuellere Titel, würde mich für diesen Geniestreich erwürgen. Denn gleich zu Beginn des Spiels hat man eigentlich keine sichtbaren Erfolge und Fortschritte. Also viel Spaß jetzt beim Spielen. Sucht euch vielleicht schon mal ein Walkthrough aus dem Internet. Die Idee, die dahinter steckte, war natürlich, dass man sich genauso gefangen fühlen sollte wie Edna. Ich glaube, das funktioniert auch einigermaßen. Ist schwierig zu beurteilen, aber ich dachte eigentlich, der Spieler weiß ja, dass man wahrscheinlich aus dieser Zelle irgendwie raus kann und dass das Spiel außerhalb dieser Zelle noch weitergeht und dass es da noch viele Sachen zu erkunden gibt und ja, entsprechend viel Spaß beim Rausrätseln. Ja, ich weiß natürlich schon, wie es hier rausgeht. Erstens aus dem Let's Play und zweitens aus dem, weil ich das Ganze ja schon mal gespielt habe. Also wir haben hier die Möglichkeiten übrigens ansehen, nehmen, reden und benutzen, also zum Beispiel ansehen mit dem Tisch. So einen hätte ich gerne für meinen Balkon. Interessant. Ob ich wohl einen Balkon hatte? Ich kann mich an nichts erinnern.
Ja, können wir den Tisch mitnehmen? Diesen langweiligen Tisch will ich nicht. Ich dachte, du willst den für den Vielleicht Balkon. Vielleicht, wenn es ein Billardtisch wäre. Wir können mit dem Tisch reden. Stehen bleiben, Tisch. Brav. Und wir können den... Hey, und wir können den Tisch benutzen. Wozu? Du bist langweilig, Tisch. Okay. Ich weiß nicht, ob ich jetzt den Anfang nochmal wirklich komplett lang spielen soll. Also ihr müsst wissen, es gibt diesen Raum, dann gibt es noch einen Raum hier hinten dran und den Nebenraum. Und für drei Räume habe ich fast 3 Stunden gespielt. Weil ich natürlich wirklich alles mit allem kombiniert habe und alles mit allem angeklickt habe und alles mit allem, ne. Ich glaube, das mache ich jetzt nicht. Ich glaube, ich mache jetzt sowieso nur mal erstmal den Raum und mache den ein bisschen Speed-Up-mäßig. Sodass ich zum Beispiel weiß, dass wenn wir den Stuhl ansehen... Meine großzügigen Gastgeber haben mir immerhin einen ganzen Stuhl überantwortet. Genau, und nochmal ansehen. Bei genauerer Betrachtung fällt mir die Stuhlartigkeit dieses Stuhles erst richtig auf. Ja, und wir können auch das Stuhlbein ansehen. 1000 abschraubbare Stuhlbeine. Ramschware aus dem Möbeldiscount. Und da sehen wir es schon, wenn wir das Ganze jetzt mal benutzen. Mal sehen, wie abschraubbar dieses Stuhlbein wirklich ist. Und wir haben ein Stuhlbein. Das können wir natürlich mit dem Tisch benutzen. Ups, ich habe mein Stuhlbein kaputt gemacht. Yeah, Baby, nehmen wir die Bude auseinander. Und jetzt haben wir ein scharfes Stuhlbein und damit ritzen wir hier die Polster auf. Wir könnten das hier in der ganzen Reihe noch machen. Was aber viel wichtiger ist, ist, wir müssen mit dem Gitter reden. Hallo? Hallo? Hört mich wer? Was willst du? Ich will hier raus. Vergiss es. Wie redet der denn mit uns? Aber so einfach lassen wir uns nicht abspeisen, stimmt's? Nope. Wir reden nochmal mit dem... Hey! Hallo! Mach nicht so einen Lärm da drin. Was willst du? Es ist heiß hier drin. Warum ist es so heiß hier drin? Oh. Das liegt wohl daran, dass die Klimaanlage aus ist. Was denn für eine Klimaanlage? Hier ist keine Klimaanlage. Denkst du etwa, der Doktor ist so verrückt, dass er dir einfach so einen offenen Lüftungsschacht in die Zelle baut? Die Klimaanlage ist natürlich unter den Polstern versteckt. So, so. Eine Klimaanlage unter der Polsterung. Macht ja Sinn. Das ist natürlich weitaus intelligenter. Genau, erstmal einschleimen. Mir ist aufgefallen, wie gekonnt du diese Tür bewachst. Das ist dir wirklich aufgefallen, nicht wahr? Oh Gott. Dann hast du bestimmt auch bemerkt, dass ich meine ganz eigene Technik habe. Ja. Die habe ich auf dem letzten Turnier entwickelt. Yep. Nix yep. Du bist bestimmt ein berühmter Sportler. Dann bist du sicher ein berühmter Sportler. Spielst du in einer Mannschaft oder so? Oh. Nun, ich spiele Golf. Minigolf. Oh Gott. Yep. Minigolf. Mir wird ganz duselig. Und du hast allen Grund dazu, Schätzchen. Weißt du was? Ich stell dir die Klimaanlage an. Dann kannst du dich ein wenig abkühlen. Dankeschön. Huch, wer hätte es gedacht? Hinter diesem speziellen Polster scheint es noch weiter zu gehen. Yep. Hallo. Seh mal einer an. Ohne Werkzeug kriege ich die nicht ab. Damals hättest du das gekonnt. Wie meinst du das? Damals hättest du die Schrauben lösen können. So meine ich das. Yo, Schraube! Jo, mich nicht an, das Objekt. Hey, Schraube, bleib mal locker.
Ja, Gott. Ah, ihr habt es also soweit geschafft. Ja, noch seid ihr nicht ganz draußen, aber immerhin habt ihr schon mal den Ventilator gefunden. Ja, hier ist auch ein guter Screen, um euch aufzumuntern, Harvey mit allem auszuprobieren, beziehungsweise mit allen Gegenständen zu sprechen. Sprecht doch zum Beispiel einfach mal mit den Schrauben. Das ist ja einer der großen, ich weiß gar nicht, warum ich es gemacht habe, aber dass Edna mit allen Gegenständen sprechen kann, alleine die Möglichkeit, die das Interface einem bietet, hat mich halt irgendwie veranlasst zu sagen, ja, dann muss, eigentlich sollten die ganzen Sachen ja auch antworten. Und in den meisten Fällen antwortet natürlich Harvey, der seine Stimme verstellt und halt mit der Stimme des Gegenstandes spricht. In diesem Fall den Schrauben. Und so klingt ein Dialog mit Schrauben. Es tut mir leid, ich kann jetzt schon mal vorweggreifen. Wortspiele wie, ey, Schraube, mach dich locker, sind dem Sachverhalt geschuldet, dass Wortspiele mit Schrauben halt auch begrenzt sind. Und ja, trotzdem viel Spaß. Ja, schon klar. Es ist zum Heulen, Harvey. Ich bekomme diese Schrauben nicht auf. Ach, solche Schrauben isst du doch zum Frühstück. Als du klein warst, hätten die dich nicht aufgehalten. Wie meinst du denn das? Naja, früher hattest du einige coole Tricks drauf. Konnte ich mit Kettensägen jonglieren? Konnte ich mit brennenden Kettensägen jonglieren? War ja klar, ich gehe jetzt nicht an die Tür. Aber ein paar dämliche Schrauben waren nie ein Hindernis für dich. Ich war sicher super lässig als Kind. Ich raste aus, wenn jetzt die Hunde hier losgehen. So funktioniert das nicht. Vergiss nicht, ich bin nur eine Projektion deines Unterbewusstseins. Nobody's perfect. Ich kann dir auf die Sprünge helfen. Aber dazu musst du mir Sachen zeigen, die dich an deine Kindheit erinnern. Wie die Schrauben? Exacto, Lucci. Und dann? Dann tempomorphe ich uns in die Vergangenheit. Cool. Wie darf ich das dem... dann zeige ich es dir halt nochmal. Ich bin bereit, Harvey. Soll ich dich jetzt... Oh, hört doch auf, hier zu klingeln. Ihr wollt doch sowieso nichts von mir. Sind doch eh wieder alles nur Kollegen von meinem Bruder, die irgendwas von ihm wollen. Und der ist nicht da. Und meine Mutter ist auch nicht da. Und ich bin allein und will was aufnehmen. Und dann kommen die und klingeln. Ja. Ja, tempomorphe mich in die Vergangenheit. Wie du willst. Halte dich fest. Das ist also die Vergangenheit? Zumindest sieht das hier nach unserem alten Keller aus. Und sieh mich an, ich bin jung. Es sind etwa 10 Jahre, die wir zurückgesprungen sind. Muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht meinen Großvater überfahre und so? Nicht mehr als sonst. Wir sind ja lediglich in deiner Erinnerung. Ah, verstehe. Also kann ich auch ruhig auf Dinosaurier-Eier treten. Wenn du welche findest. Ich weiß, welcher Tag das hier ist. Mein Vater hat mich in den Keller gesperrt, weil ich einen Nachbarjungen geärgert habe. Sein Name war Albert oder... Alfred Marcel. Alfred Marcel? Doch nicht wie Dr. Marcel? Doch, doch. Er ist der Sohn von dem Doktor, der das Irrenhaus leitet. Ui. Aber das soll uns jetzt nicht weiter stören. Wir sind hier, um dir beizubringen, wie man Schrauben ohne Werkzeug löst. Na dann. Tja, ich muss mich auch erst einmal orientieren. Lass mich bitte anfangen. Wir können uns dann ja abwechseln. Einverstanden? Einverstanden. Ja, bla bla, ich weiß, wie das geht. Also, wenn man Harvey ist, kann man jetzt mit Harvey rumlaufen und kann so Dinge nehmen. Kann hier in die Ablage legen, um dann später mit Edna darüber zu reden. Und das werde ich einfach machen. Ich werde mir nicht alles einzeln angucken, weil... Verzeiht mir das bitte, aber wenn ihr das Ganze schon mal einmal alles aufgenommen habt und wirklich alles mit Dialogen und Meinungen und Sätzen zu den jeweiligen Objekten. Es ist einfach schlimm, wenn man sich überlegt, dass man jeden einzelnen Satz, den man hier zu sowas gesagt hat, nochmal sagen darf. Ja, passt sogar perfekt auf die Objekte hier in dem Screen.
Ihr müsst euch vorstellen, es kommt ja zu jedem Objekt ein Spruch. Es kommt immer ein Spruch, wenn ich den Gegenstand anklicke, wenn ich den Gegenstand nehme, wenn ich mit dem Gegenstand rede und wenn ich den Gegenstand ansehe und mit ihm mit allem Inventar benutze. Und das habe ich in diesem kompletten Screen, im kompletten vorherigen Screen und in den nächsten drei Screens gemacht. Und ich will mir das nicht alles nochmal anhören. Deswegen verzeiht bitte, wenn ich hier den Anfang, das Spiel ist noch lang genug, lange. Deswegen verzeiht mir bitte, wenn ich die ersten drei, vier Screens einfach jetzt so im Schnelldurchlauf gehe. So mega tolle Sachen verpasst ihr hier am Anfang eh noch nicht. Die ganzen geilen Sprüche kommen eh erst später. Beziehungsweise ich frage euch, wie ich das in der Aufnahme machen soll. Ich mache noch gleich bis zum Büro von Dr. Marcel und dann lade ich die ersten zwei Folgen oder so hoch und ihr müsst mir dann bitte in die Kommentare schreiben, ob ich das wirklich so durchziehen soll. Im Büro gibt es eine Menge Sachen zu kombinieren, wirklich nochmal alles mache, euch zuliebe oder schnell das Büro nochmal. Also im Büro, Ende des Büros habe ich auch die letzte Aufnahmesession dann beendet, das müsst ihr mir dann sagen. Ja, in diesem Screen sieht man, dass ich am Anfang, als ich die Hintergründe gezeichnet habe, weder über besonders große Skills im Setzen von Farben gehabt habe, noch so, naja, ich habe so ein bisschen rumexperimentiert, sowohl mit Farben und Formen. Ich dachte, wusste noch nicht ganz genau, wie die Optik dieser Tempomorph-Sequenzen sein sollte. Ich wollte eigentlich eine etwas skurrile, überzeichnete Variante der Realität haben. Hatte aber die Realität noch gar nicht gezeichnet. Die kommt ja erst viel später, dass wir in der Realität halt diesen Raum nochmal besuchen können. Und hatte aber die Vorstellung, dass unbedingt wichtig ist, dass für Edna in ihrer Kindheit und entsprechend auch in ihrer Erinnerung die Treppe zu dieser Kellertür unglaublich lang und geschwungen war. Was sie natürlich in der Realität dann im Endeffekt nicht war. Es war halt nur eine kurze Treppe bis zur Tür. Und deswegen habe ich sie auch unendlich lang und geschwungen gezeichnet. Ja, ein schöner Gedanke, der allerdings dazu geführt hat, dass sich hier die Linien so auf hässliche Weise berühren. Ja, macht mal nix. Jetzt reden wir erstmal mit ihr darüber. Vielleicht können wir ja ein Feuer machen. Das wäre sicher lustig. Aber ich habe kein Feuerzeug. Oh. Kommst du nicht mit der Hake ans Fenster? Das klingt ja fast so, als wenn das klappen könnte. Wenn du mich ranlässt, kann ich es ja ausprobieren. Ja, Moment, ich hab noch Sachen. Erinnerst du dich an den Ofen, Edna? Ach ja, der gute alte Ofen. Vielleicht zerbröselt die Tür ja, wenn wir die Marmelade aus ihrem Glas befreien. So wie die immer roch, mag das gut sein. Aber wir würden noch vor der Tür dran glauben. Denk dran, du bist aus Frotti. Also du könntest von dem Geruch Feuer fangen. Ja, dann kannst du wenigstens Feuer machen. Hier, brauchst du kein Streichholz. Ich werde jetzt die Sachen mit Harvey, werde ich alle so durchgehen. Also nur mit Edna werde ich halt nicht alles ansehen, angucken, ansprechen, anlabern. Vielleicht kriegen wir die Tür ja mit dem benutzen. Öl auf. Nette Idee, aber das Öl ist leer. Sieh mal, was in diesem Karton ist. Was denn? Nichts. Reingefallen. Harvey. Vielleicht können wir diese Tücher verwenden. Wozu? Einen Saunaclub gründen? Sexy. Vielleicht helfen uns diese rostigen Nägel weiter. Wie denn wohl? Ja, so weit bin ich noch nicht mit dem Plan. Vielleicht können wir dir ja einen Weg nach draußen malen. Sei nicht albern, Harvey. Nicht albern? Seit wann? Stimmt. Hey Edna, ich habe die Schrauben gefunden. Du musst die Schrauben lösen, um hier rauszukommen. Ach was, das hilft uns nicht wirklich weiter, oder? Jetzt stehen wir doch vor genau demselben Rätsel wie in der Gegenwart. Ach ja, ich guck mich mal weiter um. Yes. Ich hab's dir versprochen, ich bringe uns hier raus. Yes. Vielleicht müssen wir etwas finden, das in das Schlüsselloch passt. Hm, mal überlegen. Ein Schlüssel? Vielleicht so etwas wie den Schlüssel? Mann, hast du eine Laune. Tut mir leid, Harvey. Ich hatte mich nur so auf die Vergangenheit gefreut. Und jetzt kriege ich nur diesen miefigen Keller zu sehen. Ich finde schon einen Weg, keine Sorge. Hast du schon die Klinke gedrückt? Ach,